Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sackboy, ihr Big Adventure. Wir machen hier wieder weiter. Wir sind jetzt sozusagen unter Wasserwelt, kann man sagen, unter Wasserwelt, weil das sieht irgendwie so ein bisschen so unter Wasser aus. Und ja, da würde ich sagen, los geht's. In die neue Welt, also ja, neues Level. Wir sind jetzt, glaube ich, schon in der dritten Welt, sind jetzt, glaube ich. Ein neuer Kunde, wie schön! Willkommen in Bogovs Treib- und Strandgut-Imperium! Nur der schönste Plunder zu besten Wucherpreisen! Also, was darf sein? Kaputte Fernbedienungen? Rostige Zuber? Alte Zahnbürsten? Oh, du bist wegen Vex hier. Dieser schmierige Langfinger hat nichts als Ärger gemacht und Sachen genommen, ohne zu bezahlen! Und jetzt will er dem Ozean die Gezeigten klauen. Also gut, das ist gegen alle meine Regeln und sag's bitte nicht weiter. Aber du gefällst mir. Deshalb schenke ich dir was. Als kleine Kostprobe. Ein, Schwingdingsbums. Ja. Also, auf geht's. Stöbern, kaufen, zahlen. Okay, das Schwingdingbums, okay. Könnte man aber auch sagen, Enterhaken, oder? Ah, R2, okay. Das ist ja cool. Oh, Glück gehabt. Eigentlich irgendwas oder okay, also unten ist nichts. Okay, gut zu wissen. Können wir die Enterhaken das auch rausholen? Ah, okay, aber ich muss mich aber ein bisschen beeilen. Springen, hallo. Hä, warum ist denn nicht gesprungen? Komisch. Probieren wir es einfach nochmal. Ah, jetzt springt er, okay. So. Nee, das bringt schon mal nix. Okay. Okay, ich habe bis jetzt noch... Nein! Ah, Mist, ich schaut eigentlich gerade rüber. Okay. So, nur ein Gegner. Ich habe aber bis jetzt immer noch keinen von diesen Orbs gefunden. Hm, der ist hier drin. Aha. Immer einen jetzt. Ah, okay, so geht's auch. Ah, schön kurz hier runter. Okay. Ist aber alles cool mit dem Enterhaken. Auch wenn ich... Wieso hätte es jetzt nicht genommen? Schon nimmt er den Enterhaken noch nicht, also den Greifhaken. Was ist hier? Nichts. Okay. Okay.
kurz hier warten. Sehr gut. Okay. Ich würde gerne da links hoch. Ich glaube, ich muss eher gesagt. So. Okay, da habe ich es. Okay. Sehr gut. Oh, da muss ich hoch. Oh, das war knapp. Sehr gut. Ah. Okay, ich muss ihm diese Chilischoten geben. Sehr gut. Ah. Stimmt noch die Kugel hier? Wieso kriege ich die Kugel jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich hab irgendwas falsch gemacht, aber ich weiß nicht was. Okay, dann lass es halt. Ich frag mich eigentlich jetzt, was jetzt gefehlt hat. Eigentlich brauche ich ja nur die Kugel hier. Sehr gut. Gut, dann fit mir einer, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. So. Nein, ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. So, nochmal. Sehr gut. Okay, wir haben es selber geschafft. Auch wenn es knapp war, aber ich finde schade, dass wir die eine Kugel nicht bekommen haben. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber ich hatte keine Ahnung. Aber es ist auch nicht so schlimm eigentlich. Ich kann ja auch, keine Ahnung, auskühlen, ja, wiederholen. Habe ich ja öfters ja schon gemacht. Kann ich ja nochmal schauen. Ja gut, 3 ist immerhin ganz gut. Aber es hätte gerne noch 4 sein können, aber ich weiß nicht, was ich da hätte machen sollen. So, nächstes Level. Geh mal hier hin. Schatzfährte, okay. Hört sich sehr interessant an. Okay.
gefällt dir das Schwingdingsbums, Sackboy? Tja, ich bin so selbstlos, ich habe noch was für dich. Die größte Chance in der Geschichte der Bergung und Verwertung. Das ist eine groß angelegte Sache. Also, du musst für mich alle glänzenden Schätze einsammeln, die uns begegnen. Überleg dir nur mal, wie reich ich werde. Aber keine Sorge, für dich wird es sich auch lohnen. Also, dann mal auf zur großen Bergungsparty. Okay, ich muss wohl Schätze sammeln, okay. Gut zu wissen. Dann nur jetzt die Frage, wo wir jetzt hin müssen. Was war das? Also, wo wir jetzt hinkommen. Das ist er, oder? Oh, das sieht glänzend und wertvoll aus. Jetzt gucken wir mal. Aber wir kommen da wieder raus, okay. Okay, wir müssen da... Ah, wir müssen es reinwerfen. Achtung, das ist Big Mo! Der fieseste Fisch der kunstvollen Meere! Und er frisst am liebsten Krabben! Oh, lecker Krabben. Er wusste, dass er keine Chance gegen mich hat. Naja, wir sind ja auch da. Okay, wo müssen wir jetzt schon lang... Da, da! Los, schnapp es dir! Sehr gut. Und du kannst das hier haben. Fair ist fair. Dankeschön, vielen Dank. Nein. Da ist wieder Big Mo! Wenn er uns kriegt, will ich Fischfutter! Wir aber auch. Schwimm weiter, Kumpel! Sehr gut. Okay, einmal hier hoch. Genau das habe ich gemeint! Hol es! Das war knapp. Danke, vielen Dank. Und hier ist dein weniger wertvolles rundes Ding. Dankeschön. Hol's mir gleich ab. Sehr gut. Es sind noch zwei. Ich werde als Krabbensalat enden. Lass uns in Ruhe, Mo. Bitte. Ja, das war's dann wohl. Er hat seine Lektion gelernt. Siehst du? Das glaube ich auch. Sieh dir mal die Größe an. Hol's dir, bevor es jemand anders tut. Eine Schönheit. Damit mache ich ein Vermögen. Und du kannst hiermit herumspielen. Sehr gut. Mir fehlt nur noch einer. So läuft es. Du hebst es auf, gibst es mir, ich verhökere es. Ist nicht kompliziert. Na, das nenne ich mal einen Schatz. Und das ist für dich. Nenn es, wie du willst. Dankeschön, hier. Dann haben wir alle. Also bekommt man hier meine Schere, bis er weg alle. Ist. Ja, bitte. Hahaha.
da schwimmt er mit eingezogenen Flossen. Er weiß, dass er keine Chance hat. Das stimmt, wo? Alle Mann von Bord! Krabben und Kinder zuerst! Okay, da ist er, ja. Was für eine Ausbeute! Du bist ein Naturtalent! Wir könnten Partner werden. Du machst die Arbeit, ich stecke das Geld ein. Was meinst du, Kumpel? Also so eine Art Vorarbeiter, aber du kriegst das Geld lieber nicht. Sehr gut, dann ist, glaube ich, das erste Mal alles. Okay, was kommt jetzt? Wir haben jetzt zum Glück jetzt alle. Okay, jetzt gib mir wieder einen Sticker. Ah, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Glanz und Gar hieß es, oder? Oder was war das? Glanz und Gar, genau. Ah, okay. Was geht mit diesem Turm wieder? Wow. Ah. Okay, das ist unsichtbar, okay. Gut zu wissen. Oh. Dann nur die Frage, darf ich da eigentlich auch durchlaufen, wenn ich nicht weiß, ob es halt nicht frei ist, ob ich da trotzdem laufen könnte? Ah. Okay, das war jetzt Zufall. Mist. So, und probieren wir es nochmal. So, weiter geht's. Sehr gut. Ah, ich kann hier hoch, okay. Aber wie komme ich da runter, also hier runter? Könnte, genau, das wollte ich eigentlich machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das nochmal ging. Sehr gut. Okay, das bringt schon mal nix. Wie kommen wir da jetzt nur durch? Okay, hier gibt's eine Schlange. Nee, hier geht's da weiter. Aber wie kriege ich diese Kugel hier? Das ist halt die Frage.
Ah, Mist. Okay, irgendwie muss ich die... Hier ist noch ein Weg. Warte. Bevor wir jetzt... Würde ich gerne... Kann ich irgendwie rein, wenn ich das Ding mitnehme? Kann ich hier vielleicht rein? Nee. Hier geht's nicht lang. Ah, okay. Ja gut, gut zu wissen. Oh, danke schön. So, okay. Nehmen wir das hier mit. Hier geht's nicht weiter. Gibt's auch nichts. Okay. Gibt es hier irgendwas? Nein. Hätte ja auch sein können. Hätte auch sein können. So, einmal hier hoch. Dann geht's jetzt weiter. Okay. Na, die muss ich besiegen. Nein. Wie kann man die denn besiegen? Vielleicht mit dem... Warte mal, vielleicht damit vielleicht? Gehen wir hier in das Versteck, also Geheimtür. Nein. Ah Mann, warum hat es nicht festgehalten? Sehr gut, hab's. Ah, ich hab noch auch gar keinen verpasst. Okay, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt einen verpasst habe. Ist halt die Frage. Schnell weiter. Ah, okay.
Los. Ich habe sogar jetzt sogar alle hier. So. Ah, das Level ist eigentlich ganz entspannt, finde ich. Geschafft. Nicht gut. Da haben wir hier sogar auch jetzt alle. So, gehen wir mal zur Wertkarte. Ah, genau, jetzt kriegen wir noch ein Bild. Und das nächste Level. Na gut, ich kann es eh nicht machen, weil ihr wisst ja, ich habe ja keine Freunde. Und ja, Leute, da würde ich sagen, beende ich mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Fall machen wir dann hier weiter. Genau, und bis zum nächsten Mal.